Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sag doch, dass wir anfangen. Vom Kinocast. Hallo Chris. Aber er zieht es eiskalt durch, das ist ja nicht mal professionell. Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Habe ich in der Frank-Elstner Moderatorenschule gelernt. Ja, hallo Kate. Hallo Frank-Elstner. Jo. Und hier ist der Erik. Und falls ihr uns zum ersten Mal hört, hier geht es um Filme. Zurzeit weniger Kinofilme, denn man darf ja nicht ins Kino gehen. Sondern wir haben uns zu Hause isoliert und da flügen wir so durch die Streaming-Dienste und was so auf Blu-ray Neues gibt. Und wir haben immer einen Film, den wir als quasi Sneak Preview nehmen. Das war jetzt in der vergangenen Woche der Film Betonrausch. Der wurde auf Netflix neu gestartet. Hätte wahrscheinlich auch, schätze ich mal, einen Kinostart gehabt, wenn das jetzt nicht gewesen wäre mit dem ganzen Corona und so. Das ist ein deutscher Film. Regisseur Sünet Kaya mit David Cross und Frederik Lau in den Hauptrollen. Frederik Lau hat man jetzt schon diverse Male gehabt. Janina Use ist noch mit dabei. Und David Cross, den hatte ich zuletzt gesehen in diesem Trautmann-Film, wo der als deutscher Torhüter da in englische Kriegsgefangenschaft gerät und dann nach dieser wahren Geschichte, da fand ich echt gut damals. Und in Betonrausch geht es darum, dass David Cross, der spielt so ein, ja, wie soll man es nennen, so ein Betrüger, ne, vielleicht weniger, so ein bisschen Hochstapelei. Er versucht sich so durchzulavieren durchs Leben und geht dann irgendwann nach Berlin und schlägt sich da so ein bisschen durch. Er stellt fest, wenn er jetzt eine Wohnung haben will, er hat zwar irgendwie kein Geld, will aber eine geile Wohnung haben und die wollen aber irgendwelche Nachweise haben, dass er Geld verdient, regelmäßiges Einkommen und das hat er natürlich nicht. Begibt sich dann erstmal irgendwo zum Job auf eine Baustelle, um überhaupt erstmal Geld zu verdienen und fälscht sich dann noch so einen Arbeitsvertrag, um da eine geile Wohnung zu bekommen. Vermietet die Wohnung dann weiter an so einen Bauarbeitertrupp, die sonst... Aus Bulgarien. Ja, bulgarische Bauarbeiter, die sonst in dem Baucontainer wohnen, wo sie Geld dafür bezahlen müssen, was komisch ist, also ich weiß nicht. Aber gut, ja. Die arbeiten ja auch schwarz. Also ja, da müssen sie noch Geld bezahlen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie sehr seltsam, aber gut. Er vermietet dann halt dieses richtig geile Loft da, diese Wohnung, die er da hat, halt an die 30 Leute oder wie viel das sind und kommt halt dadurch mit den Einnahmen, die er von denen bekommt, irgendwie da so raus, dass er da keine Miesen macht und macht das Ganze auch mehrfach mit anderen Wohnungen. Und eines Tages wird er aber zu der einen Wohnung gerufen, weil da irgendwie sehr viel Krawall ist und Polizei wäre wohl auch schon gerufen und kommt da hin und da feiern die Bulgaren gerade eine riesen Party bei ihm zu Hause. Er sieht es schon auf dem Balkon und haben da drinnen auch halten Tiere in der Wohnung und sonst was. Also stürmt dann hoch und da ist dann auch, trifft er dann zum ersten Mal auch Frederik Lau, der irgendwie so der Schieber ist, der die Bulgaren so nach Deutschland bringt, die Schwarzarbeiter auf die Baustellen und denen auch so diese Unterkünfte und sowas vermittelt. Und ja, und die beiden zusammen, ja, starten dann so eine seltsame kriminelle Karriere, wenn ich es mal nennen darf. Also sie kommen dann auf die Idee, sie können doch irgendwelche alten Immobilien ersteigern auf irgendwelchen Versteigerungen, auf irgendwelchen staatlichen Versteigerungen da. Haben aber am Anfang kein so richtiges Glück, weil da andere sind, die immer überbieten. Und dann finden sie aber einen Weg und bekommen dann irgendwie so eine Schrottimmobilie, streichen ein bisschen die Wände an und wollen die dann oder verkaufen die dann relativ teuer. Und damit die Leute sich das leisten können auch, haben sie noch so eine Bankerin mit auf ihre Seite gezogen, die denen günstig Kredite und ohne viel Nachfragen und ohne viel Bonitätsfragen dann auch Kredite vermittelt. Und ja, mit der läuft dann bei dem einen noch ein bisschen was. Und, ja, ich weiß nicht, ich will gar nicht zu viel erzählen. Dann, also ich schlitter dann so rein in dieses Immobiliending. Man sieht am Anfang so ein Foreshadowing, irgendwie so eine geile Villa, Riesenparty und sonst was alles. Und ja, und dann kommt halt die Polizei da zu der Villa. Also man sieht schon, worauf es hinausläuft. Also wird so eine Art, weiß nicht, Wolf of Wall Street, Scarface-Typ, der da irgendwie sich ganz nach oben, durch kriminelle Machenschaften nach oben, der es nach oben schafft und dann aber am Schluss dann doch irgendwie fällt. Ne? Also könnte man zumindest so ahnen, wie es dann wirklich ausgeht, will ich natürlich nicht verraten. Das schlieb, danke. Ja, ja, ihr habt es ja gesehen, euch könnte ich es ja sagen. Ja, ich weiß. Ganz nett. Ja.
Also es ist natürlich höchst illegal, ja, was da läuft. Wie fandet ihr das so? Das war ein bisschen so seltsam alles. Ha, irgendwie war es seltsam. Da hast du vollkommen recht. Ich weiß nicht, worauf der Film wirklich hinaus wollte. Also schauspielerisch war er gut. Ich liebe Frederick Lau. Ich weiß nicht, der Typ ist einfach der Wahnsinn. Also wie gesagt, schauspielerisch war das sicher gut, aber ich weiß nicht, was der Film uns damit sagen wollte. Also wenn es nur ansatzweise so wirklich zugeht, dann ist die Welt sehr traurig. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht warm geworden mit dem Film. Das war so, ich weiß auch nicht, sie sind dann auch immer mal wieder in so einem Bordell, wo ich mich frage, was bringen diese Bordellbesuche jetzt diesem Film und dieser Geschichte? Gar nichts. Ja, da war doch die Tussi, die mal mit dem Rammstein-Sänger zusammen war, ne? Ja, Sophia Tomalla. Die hat in einem Interview zu dem Film gesagt, das war ihre Traumrolle, sie wollte schon immer mal eine Hure spielen. Aha, das kommentiere ich jetzt mal nicht keine weiter. Keine Ahnung. Das war eine Aussage von ihr, gibt's auf Netflix. Okay. Hat sie da in einem Netflix-Interview gesagt. Ja, ich weiß auch nicht, auch dann dieses ganze Drogen nehmen und wir bescheißen alle, egal ob jung oder alt, und das ist alles so, boah, ich weiß nicht, ob das ein Film für eine andere Generation ist, ob ich mittlerweile einfach zu alt dafür bin, um das cool und lustig zu finden. Ich finde es ehrlich gesagt einfach nur traurig, und auch was so in ihrem eigenen Privatleben so passiert, was so, welche Auswirkungen das Ganze dann auf sie selber und ihre Familien und so hat. Ich finde das einfach nur traurig. Also der Film hat mich jetzt nicht amüsiert oder begeistert. Ich habe ihn halt angeguckt und muss ihn jetzt nicht nochmal gucken. Ich würde ihn aber auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Ich weiß nicht, Chris, wie ging es dir dabei? Also bei mir ist es wirklich so, ich habe gedacht, okay, die Besetzung sieht geil aus. Die Story hört sich eigentlich ja jetzt nicht unbedingt neu an, aber okay, gucken wir mal rein. Und ja, also ganz ehrlich, Janina Use ist jetzt nicht so eine, oder Janina Use ist nicht so unbegabt, Frederick Lau ist nicht so, David Groß, sei schon ganz gute Namen, die da auch drin stecken, aber ich finde, der Film macht viel, viel, viel zu wenig aus dem ganzen Setting, das er hat, und aus dem ganzen Ding, was er da macht. Also die Idee wirkt ziemlich ausgelutscht und auch, ja, gefühlt, manchmal gab es wirklich so ein paar Dialoge aus der Hölle. Es gab ein paar lustige Szenen, ich darf da an den Sandkasten erinnern, oder auch oder auch an Weihnachtslieder singen. Das waren so ein paar wirklich sehr, sehr starke Momente, die der Film dann auch brachte. Aber insgesamt ist es halt so ein Porträt, wie so Immobilienhaie arbeiten können, wie schnell man nach oben kommt. Also der heißt ja auch noch Rising High, heißt der international. Wie schnell man nach oben kommt, wie schnell man mal fallen kann. Und ja, dann halt das böse Finanzamt. Wenn man einen Brief vom Finanzamt bekommt, dann ist die Party quasi rum. Und das fand ich viel zu schwach dargestellt. Auch dieses Ganze, was der Viktor Steiner, also David Groß, da dann für eine Geschichte oder für ein Päckchen mit sich rumgeschleppt hat. Ja, wurde erklärt in so Flashbacks. Ey, also sorry, das war nicht völlig Banane. Da auch der Kinderdarsteller, wie der da hinsteht dann und mit der Sachbearbeiterin redet und was, das fand ich absolut Banane und völlig unglaubwürdig, das Ganze. Deswegen, aber optisch ganz aktiv, passend. Ja, geht nicht um die Optik. Ich fand aber, dass der gut gecastet war von der Optik her. Der sah dem Erwachsenen dann doch schon sehr ähnlich. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber die Szene an sich fand ich völlig Banane, weil völlig so, was? Und vielleicht noch kleiner Funfact, David Groß hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag, nur 10 Jahre später. nur um das mal ganz kurz noch einfließen zu lassen, um mein wahres Alter zu verschleiern. Und ja, wie gesagt, hat viel, viel Potenzial gehabt, aber lässt brutal viel auf der Strecke und überzeugt eigentlich mehr durch irgendwelche Schwächen in der Story und in den Dialogen dann. Und das fand ich schade. Ich fand auch die Story, die haben dann immer diese Montagesequenzen dann irgendwie genommen, was Kate schon gesagt hat, wenn die da irgendwo im Puff waren oder dann auch irgendwie zwischendurch irgendwelche Partyszenen. Die haben irgendwann, also ich hatte das Gefühl, da waren irgendwie alle 5 Minuten war irgend so eine Sequenz, weil denen irgendwie nichts mehr eingefallen ist. Da war immer sowas mit irgendwelchen Musikgetresche und irgendwas, weil es waren so irgendwie so Zeitfüller, so
Es hat ja nichts ausgesagt. Hey, die machen Party, okay, ja. Hm. Ja, okay, jetzt machen sie schon wieder Party, okay, ja. Jetzt gehen sie schon wieder in Puff, okay, ja. Hm. Das hat so gelangweilt und ich fand auch die Story, also wenn man jetzt mal diese anderen kriminellen Karrierefilme, die man so kennt, mal hernimmt, da ist es ja so, da kann einem ja, da wird ja als Zuschauer auf diese Reise irgendwie schon mitgenommen, ja, man weiß genau, okay, das ist jetzt passiert, dann ist das passiert und dann hat er das gemacht. Hier war es so, plötzlich, oh, die haben erstmal, plötzlich haben sie irgendwoher eine Menge Geld, um da irgendwelche Wohnungen sich zu ersteigern, ja. Keiner weiß, wo das jetzt genau herkommt. Eben noch völlig armer Schlucker. Egal, wir gründen selber eine Bank. Hier auf Malta, da geht das. Ja, das ja. Ich meine, diese ganze Art und Weise, ich habe irgendwie hat der Film so ein bisschen hergeschwankt mit dem, was er eigentlich will. Weil diese Immobiliensachen zu kritisieren und Kate, weil du gefragt hast, ob das wirklich so ist, das ist oder war wirklich so, also ob es jetzt noch so ist, weiß ich nicht, aber es gab teilweise ganz wilde Zeiten damals, quasi im Osten war es ja so, standen ja die ganzen Wohnungen dann leer, diese ganzen Gebäude, also nicht leer, also die gehörten ja früher dem Staat, es gab ja keinen Privatbesitz von irgendwelchen großen Häusern, großartig, ne? Und da gab es dann sehr, sehr viele Investoren, die für relativ wenig Geld an irgendwelche an ganze Straßenzeilen gekommen sind. Und es gab ja damals diese erhöhte Abschreibung, irgendwas war da, ne? Und da haben halt viele Investoren sich das gekauft. Waren viele sehr, sehr gute Investoren, die sieht man ja teilweise in den Innenstädten Leipzig oder Görlitz oder sowas, die wirklich toll das saniert haben alles und schön gemacht, aber es gab halt auch viele schwarze Schafe dabei, gab es ja auch diverse Immobilienhaie und sowas. Und ich meine, aber das kritisiert der Film ja auch nicht so richtig, weil irgendwie soll man ja mit den beiden mitgehen und das irgendwie cool finden, aber dann hauen sie wieder den älteren Mann übers Ohr, den man ja auch im Trailer sieht, ne? Die Szene. Und da kann man ja wieder auch nicht mehr so richtig mit denen mitgehen und so. Also ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn man den Film so aufgebaut hat, dass man Mitgefühl mit ihnen hat. Weißt du, es gibt ja so Filme, wo du denkst, die machen da richtig viel Scheiße und die sind total gegen das Gesetz und halten sich an nichts fest, was in irgendeiner Weise richtig ist. Aber du hast ein Verständnis dafür, du bist irgendwie, die sind sympathisch, du möchtest, dass sie irgendwie schon damit durchkommen, weil du sie gern hast. Und das kann der Film nicht. Also ich hatte keinerlei Mitgefühl mit irgendeinem dieser Protagonisten. Haben sie ja irgendwie versucht. Ich hatte kein Verständnis für gar nichts. Wo sie dem einen so eine Backstory gegeben haben mit seinem Vater und dass die Mutter ihn verlassen hat und die Erinnerungen und so. Ach, das war ja alles an Haaren herbeigezogen dann. Ja. So. Ja. Ja, eben. Und das sage ich ja, es fehlt das, da völlig das komplette Mitgefühl also. Fehlt. Ja, also du musst ja entweder irgendjemanden da finden, den du total magst oder den du total hast. Weil ansonsten ist ja so ein Film. Und das schwankte halt hier immer so hin und her. Da waren halt auch so drehbuchmäßig, dann ist plötzlich das passiert und völlig ohne irgendeine Intention oder irgendein Drive ist irgendwie was völlig anderes passiert. Und du hast es zwar gesehen alles, aber irgendwie, ja, warum jetzt und weshalb, wieso? War alles, blieb sehr viel im Dunkeln. Und dann waren immer zwischendurch immer noch zwischen diesen lose zusammenhängenden Szenen waren dann immer diese Partysequenzen, die einfach dann irgendwann genervt haben auch. Und? Ja. Was ich auch schade fand, war, dass die Rolle von Gary, also von Frederick Lau, der war ja eine Hauptrolle mit dem anderen zusammen. Und trotz allem ist dem sein Charakter komplett blass geblieben. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Wo kommt der her? Wie alt ist der? Gut, wir wissen, dass er eine Familie hat, aber das ist auch alles. Ja? Mhm. Der ist komplett blass geblieben. Und ich fand, er ist eigentlich der stärkere Schauspieler, stärkere Charakterrolle, meiner Meinung nach. Und das ist so, ja, der macht da jetzt halt mit. Warum die sich jetzt angefreundet haben, weiß keiner so recht. War halt Zufall. Aber es ist irgendwie so, ich habe mehr, also nicht, dass ich mich wirklich jetzt mit dem Film beschäftigen würde im Nachhinein, weil dafür war er nicht gut genug. Aber der Film macht mehr Fragen auf, als dass er Türen schließt. Ja, dass er Sachen erklärt. Er lässt lauter, wie sagt man, offene Enden, leere Seiten übrig, die nicht gefüllt sind. Versteht ihr, was ich meine? Gefilmt war ganz gut auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, da
Das, ja, das hat irgendwie nichts. Da war, fand ich den Film hier Spielmacher mit Frederik Lau, fand ich da wesentlich besser. Hm. Der auch auf Netflix zu sehen ist. Ja, gut, ja. Ich glaube, ja, wir haben dazu alles jetzt mehr oder weniger gesagt zu dem Film. Mhm. Bisschen vergeudetes Talent. Auch dann so plötzlich die Szene, wo die dann alle gemeinsam im Whirlpool sitzen, ja, irgendwie so. Erst waren sie so irgendwie auf Gegenseite, teilweise irgendwie versucht, Leute zu überzeugen, auf einmal sitzen die alle beisammen. Mhm. So. Da hat irgendwie so total die Herleitung, irgendwie das Skript, das hat irgendwie nicht funktioniert. Da war jetzt nicht überlegt worden, wie führe ich Personen von A nach B, von B nach C und wie bringe ich die da zusammen und auf einmal da passiert sowas und irgendwie ganz seltsam. Und was mich an der Szene am meisten gestört hat, an genau dieser Szene hat mich ganz, ganz arg gestört, dass Frederik Lau mit dem Bademantel im Pool saß. Alle saßen oben ohne, beziehungsweise im Bikini, nur er hatte diesen blöden Bademantel in seinem Pool an. Das hat mich echt gestört. Ja. Ich weiß nicht warum. Wie dann? So. Ja. Wie dann das entscheidende MacGuffin dahin gekommen ist, wo es dann war. Mhm. Das auch nicht erklärt. Überhaupt nicht. War halt wirklich so ein bisschen ein billiger Abklatsch von Wolf of Wall Street. Kann man das sagen? Ja. Ah ja, aber sehr billig, würde ich sagen. Dann. Ich meine, Wolf of Wall Street ist ja ein bisschen anders. Die haben ja mit diesen mit den Anleihen da gehandelt, mit den Aktienoptionen und sowas. Aber hier, da geht es halt um Immobilien. Ne? Ich meine, das war mir einfach viel zu lasch hier, diese ganze Kritik an diesen Immobilien-Sachen und auch wie sie dann ja irgendwelche anderen Firmen übernommen haben und sowas. Gerade das mit dem Singen, das fand ich so daneben auch, die Szene. Wie ja, das fand ich sehr witzig. Sich da aufführen. Ich habe mal hier bei uns im Dokument was reingepostet. Es gab ja hier im Schwabenländle den legendären Thomas G. Hornau, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, von Kanal Telemedial. Der hat mal so einen Sender übernommen in Ludwigsburg und dem sein Antritt, den er dort gemacht hat in Ludwigsburg bei dem Sender, wo er den Leuten Licht ans Fahrrad gemacht hat und gesagt, wie es ab jetzt zu laufen hat, ja. Das kann man sich mal angucken. Das wirkt nämlich ungefähr genauso so peinlich und fremdschämerig wie das, was da gelaufen ist. Ja, ich werde es mal wieder in die Shownotes reingeben. Das ist auf jeden Fall mal sehenswert. Ja. Okay, ich gebe dem Film Betonrausch 5 Punkte von 10. Ja, bin ich bei dir. Tja. Okay. Ich auch. Dann sind wir uns ja einig. Dann sind wir uns einig. Mal gucken, wie es für nächste Woche aussieht. Wir haben, wo habe ich jetzt meine E-Mail hin? Ach so, Outlook ist zu. Wir haben eine E-Mail bekommen, dass jetzt in dieser Woche ein Film neu erscheint, der eigentlich auch fürs Kino geplant war von Blumhouse und Universal. Der heißt The Hunt. Die Jagdsaison ist eröffnet mit Emma Roberts, Hilary Swank zum Beispiel, Drehbuch Nick Hughes und Damon Lindelof, der zum Beispiel auch hier Lost und so weiter, ne, mitproduziert hatte. Ein satirischer Thriller, der in den USA eine nationale Debatte entfacht hat. Und den gibt es ab 14. Mai für zu Hause zum Ausleihen auf Amazon Prime und diversen anderen Streamingdiensten, Sky Store, Google Play, Amazon, habe ich schon gesagt, Apple TV und so weiter. Und den haben wir jetzt mal auserkoren, den werden wir uns mal reinziehen, obwohl der Trailer sehr verwirrend ist. Aber ja. Wir gucken aber mal. Andererseits sieht er auch geil aus. Also die Story könnte, glaube ich, echt geil sein. Schauen mal. Sieht so aus wie eine Mischung aus. Ich weiß auch nicht. Hier The Purge und irgendwie, weiß nicht, was da noch alles drin ist. Ja, The Island. Ist, glaube ich, auch von den Machern Running, von The Purge. Running Man ist auch irgendwie noch ein bisschen drin. Ja. Ja, wir gucken mal. Also ab 14, wenn ihr es auch schauen wollt, geschätzte Hörer, dann klickt euch das mal rein. Dann auf Amazon. Und ja, dann gucken wir mal in die sonstigen gesehenen Filme. Heimkino. Besser gesagt ein, weil den zweiten, den besprechen wir nächste Woche. Ich habe auf Sky Belleville Cop gesehen. Hat von euch schon mal jemand da was davon gehört, von dem Film? Oder hat man, nee. Hat man, glaube ich, mal getippt, ja, gehört, oder ja, so, ne? Aber, ja. War mal bei den Tipps mit dabei. Die Hauptrolle spielt Oma Sai oder Oma Sü, den wir erkennen aus Ziemlich Beste Freunde und wie ist das mit dem Samba, ne, und so, den Film. Mhm. Und Louis Guzman spielt noch mit. Den kennt man aus diversen amerikanischen Filmen als Nebenrolle. Und wir kennen ja Beverly Hills Cop und der Film Belleville Cop, der parodiert das so ein bisschen auch, das Poster. Das sieht fast genauso aus wie Beverly Hills Cop, das Poster, also wo Eddie Murphy mit Pistole so dasteht. Und der Oma Sai spielt hier einen Polizisten in Belleville. Das ist ein Stadtteil in Frankreich, in Paris. Und er
ihn besucht plötzlich mal ein alter Freund und sagt ihm, hey, hier, da geht ordentlich was ab hier mit Drogen und so weiter, und weiht ihn da so ein bisschen ein, wo er gerade am Ermitteln ist, und er wird dann ausgerechnet bei diesem Treffen, wo die in so einem Bistro was essen, wird er erschossen in Paris, und er beschließt dann, da mal nachzugehen, dem ganzen Thema, und lässt sich da vermitteln nach Miami, um dort Ermittlungen anzustellen. Aber wie es bei Beverly Hills Cop auch so ist, wo Eddie Murphy aus Detroit nach Beverly Hills kommt, er ist da nicht so gern gesehen bei der lokalen Polizei, und er bekommt dann jemanden zugeteilt, der gespielt wird hier von Louis Guzman. Und der steht eh schon ein bisschen auf der Abschussliste, der hat einiges verkehrt gemacht und hat so irgendwie so seine letzte Chance, und wird gesagt, hier komm, du kannst da mal Kindermädchen spielen für den Typ aus für den Froschfresser, wird er gesagt, ne? Und Omar Sy hat ja dann ein paar eigene Ermittlungsmethoden, die er da so vorantreibt, die sich nicht ganz so vertragen mit den korrekten Methoden, und man kennt viele Sachen aus Beverly Hills Cop. Ich mach's kurz, ich fand den ganz nett, aber nicht den großen Wurf. Den kann man durchaus mal gucken. Gerade jetzt so in der heutigen Zeit, ein bisschen was zum Lachen, eine nette Detektivgeschichte. Mir hätte es mehr gefallen, wenn das wirklich die ganze Zeit in Miami gespielt hat. Die entscheiden sich dann nachher noch für einen Ortswechsel und sind dann plötzlich irgendwie ganz woanders, und das war alles nicht mehr ganz so nachvollziehbar und so. Mir hätte es eher gefallen, wenn sie irgendwie ein bisschen Bad Boys-mäßig in Miami ein bisschen rumermitteln. Aber naja, kann man sich angucken. Ihr habt der Sky, Belleville Cop, guck mal rein. Ich gebe 6 Punkte. Mehr als Betonrausch. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ne? Okay, dann noch 2 ganz, ganz kurze Empfehlungen von Dokumentationen, die ich geschaut habe, die es beide zum Stream gibt. Einmal auf Amazon Prime, Never Surrender, A Galaxy Quest Documentary. Also wenn ihr Galaxy Quest mögt, den Film, dann müsst ihr diese Dokumentation gucken, die ist herrlich. Da geht es um die kompletten Dreharbeiten. Es kommen alle zu Wort, und zum Beispiel Sigourney Weaver, die bricht fast in Tränen aus, als das mit Alan Rickman zur Sprache kommt und so. Wirklich eine ganz, ganz tolle Doku, legt auch viel Wert auf die Fans, und da gibt es noch eine wahnsinnige Fangemeinde. Never Surrender heißt das, und die zweite ist Nas, der Rapper, dem seine Doku heißt Illmatic. Da wird so beschrieben, wie er damals so aus üblen Verhältnissen kommend eben sein erstes Album aufgenommen hat. Fand ich jetzt nicht ganz so dicke, die Dokumentation war jetzt nicht so viel wahnsinnig Neues dabei, aber es kommen ein paar alte Weggefährten zu Wort, also wer mit der Musik was anfangen kann, und ich habe das Album damals dermaßen gefeiert und auch das folgende Album, was dann kam, rauf und runter gehört, angucken, Nas Illmatic. So, das waren meine Dokumentationsempfehlungen. Wie sieht es bei euch aus mit Galaxy Quest? Erik. Mögt ihr das? Mögt ihr es nicht? Ja. Ich überlege gerade, ob ich das je gesehen habe. Doch, ich glaube, ich habe das gesehen. Doch, doch, ja. Jetzt, wo ich das Titelbild sehe, definitiv. Computer, ja, haben wir einen Ersatz-Beryllium-Kugel an Bord? Ja. Oh, Tim Allen in wahrscheinlich sogar, seiner besten Rolle. Ja, Alan Rickman. Oh, herrlich. Und, ich liebe ihn. Ja, dann guck dir mal die Doku an. Auch dann. Ja, ich habe sie schon auf die Liste gesetzt. Weil da wird nämlich auch so erzählt, wie sie zum Beispiel überhaupt überlegt haben, weil Alan Rickman war zum damaligen Zeitpunkt ja überhaupt noch nicht im komödiantischen Fach unterwegs. Der war irgendwie Sinn und Sinnlichkeit oder wo er überall mitgespielt hat, irgendwelchen Jane Austen-Verfilmungen und eher so Theaterverfilmungen, hier King Lear oder irgendwas. Und da haben sie halt echt überlegt, ob oder ob nicht. Ne? Ah, ganz. Hm. Ich feiere den Film immer noch. Ich lache mich da kaputt über die Szenen. Da sind auch so, werden die Änderungen beschrieben, die sie noch machen mussten. Und ja. Cool. Also, Never Surrender, also niemals aufgeben, was ja auch im Film kommt. Okay, dann sind wir ja schon. Niemals aufgeben. Niemals kapitulieren. Bei Krabdas Hammer, du sollst gerecht werden. Niemals katalysieren. Okay, wo habe ich denn jetzt hier meinen schönen Music? Ah, hier ist er ja. Music. So, okay. Music. Darfst anfangen mit unserer Spotify-Playlist, die ihr alle abonnieren könnt, auf Spotify Kinocast Songs. Ja, was packst du heute drauf? Da wir besprochen haben, dass wir auch jetzt nochmal auch einen Künstler doppelt nehmen können und mit einem anderen Song, muss ich unbedingt nochmal einen Taylor Swift-Song draufsetzen, den ich wirklich sehr, sehr, sehr liebe, diesen Song. Und zwar heißt der Miss Americana and the Heartbreak Prince. Okay. Kenne ich nicht. Sehr, sehr, sehr geil. Der ist sehr, sehr geil. Werde ich mal reinhören dann, wenn es auf der Playlist ist.
Chris, was bist hast du? Bist du dir da sicher, ja? Hast du Zurück in die Zukunft geguckt oder was? Nein, ich habe nicht Zurück in die Zukunft geguckt, aber ich habe mich nochmal auf die Grundfesten von Kinocast besonnen und gedacht, Mensch, auch Kinocast-Songs, da sollten vielleicht auch die ein oder anderen tollen Songs aus Filmen einfach drauf sein. Und deswegen habe ich mich diese Woche entschieden für einen der Songs. Wenn ich da nur die ersten Akkorde höre, weiß ich um das Lied und ich weiß um den Film. Huey Lewis and the News, The Power of Love. Oder Power of Love, nur. Ja, schönes Ding. Aber da erwarte ich auch nächste Woche The Eye of the Tiger. ich habe was, das ist glaube ich aus keinem Film, von Iris, Lands of Fire im Mesh Pyro Mix. Der geht nämlich richtig gut ab. Schöner Song, der durch den Mix von Mesh, eine ziemlich geile Band, die ich eigentlich mal live sehen wollte, aber jetzt durch das Corona kann ich es leider nicht. Die haben das nochmal geremixed und der klingt nochmal besser als der Originalsong. Also ich packe das drauf auf die Kinocast-Songs-Playlist auf Spotify und die könnt ihr alle abonnieren und anhören. Ihr habt es ja schon. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Rätselecke. Heute ist die Kate dran, uns eine Frage zu stellen. Und wir versuchen durch Ja- oder Nein-Fragen hinter das Geheimnis zu kommen. Mal schauen. Jein. Hast du das eigentlich gesichert, deine Recherchen da, nicht, dass der Chris bei dir zu Hause da mal heimlich... Oh, ganz, 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 ganz klar gesehen. Aber ich stelle nicht unbedingt eine Frage, sondern ich würde tatsächlich auf die ursprüngliche Rätselecke zurückkommen, wo wir jetzt vor kurzem wieder angefangen haben. Und zwar würde ich euch Darstellernamen sagen, und zwar von ganz unbekannt innerhalb des Films bis hin nach ganz oben zu Hauptdarstellern. Und ihr müsst erraten, um welchen Film es geht. Okay. Wäre das Star auch Wars. In Ordnung? Harry Potter und der Stein der Weisen. Nein. Harry Potter und der Halbblutprinz. Teil so, Iron jetzt ist dein Harry Potter-Wissen zu Ende, oder? Guardians of the Galaxy. Na gut, jetzt lassen wir es mal anfangen hier. Nicht, dass so, ich fange mal an. Ich fange mal mit dem Unbekanntesten nicht an, weil sonst wisst ihr es gleich. Linda Blair. Der Exorzist. Nein. Lawrence Hecht. Kenne ich nicht. David Booth. Ding. Kevin Patrick Waltz. Kenne ich nicht. Kennt alle keiner Mensch. Jetzt könnte es interessant sein. Liv Schreiber. Joseph Whipp. Liv Schreiber. W. Earl Brown. Moment. Scream. Ist das Scream? Ja, richtig, Chris. Bei W. Earl Brown. Als nächstes wäre nämlich gekommen Drew Barrymore. Ja. Und dann wahrscheinlich noch David Arquette. Wo hattest du es, Chris? Und wie hieß die andere? Lustigerweise tatsächlich... Courtney Cox und Neve Campbell. Ja, Courtney Cox. Genau, die Kombination mit W. Earl Brown, weil ich diesen Namen immer so lustig, einfach vom Dingsen her, ich finde diesen Zusammenhang damit immer... diesen Namen kann ich mir irgendwie merken. Also es gibt ja manchmal so Sachen... wo du überhaupt nichts weißt, warum. Ich kann es auch nicht wirklich erklären, warum. Aber in dem Fall... ich hatte ja gedacht, dass es einer von euch bei Roger L. Jackson schon hat, weil das ist die Stimme. Den The Voice. So. Also nach Drew Barrymore wäre dann noch gekommen Matthew Lillard, Skeet Ulrich, Rose McGowan, Jamie Kennedy, David Arquette, Courtney Cox und Neve Campbell. Aber Chris, Hut ab! Ja. Jetzt bräuchte man hier irgendwie einen Tusch. Haben wir nicht. Nee. Party! Schade. Also wenn ich mir jetzt einen Tusch hätte wünschen können, dann einfach nochmal den Music-Trailer. Aber ist okay. Nee, den gibt's nur bei der Musik hier. Wenn ich es mir hätte... Ich durfte es mir ja nicht wünschen. Aber was mir gerade so aufgefallen ist, also wie vielen man dann relativ wenig noch weiter gehört hat. Also einige, natürlich, der ging es noch gut weiter. Aber das erste Scream, da war der Hammer, den habe ich damals im Kino gesehen. Ja, ich liebe ihn. Der zweite war auch noch gut, der dritte nicht mehr so. Das Scream Forum war, naja. Vor allem was der richtig gemacht hat, war eben, dass er auch so einen Film-Nerd mit reingebracht hat in den Film, der sich so mit allen Horrorfilmen auskennt und so, wo man dann gleich so eine Projektionsfläche hatte, so, ah ja. Und ich glaube, der stirbt ja dann in dem einen Teil, ne? Und ab dann war es, ich glaube, der ist dann im dritten Jahr nicht mehr dabei, ne? Deswegen war es für ich glaube, im dritten ist er nicht mehr dabei. Ja. Also dann tot. Deswegen war das für mich dann erledigt. Wollen wir sind mal schnell durch hier.
Ja, soll, der Chris war zu schnell. Ja, ich dachte, das angefangen. Soll ich noch eins machen? Ich dachte, das war zu einfach. Habe ich zur Sicherheit auch noch eins vorbereitet. Das war überhaupt nicht einfach, um Gottes Willen. Nee, es war nicht einfach. Einfach. War gut. Wollen wir noch eins machen? Habt ihr Lust, ihr beide jetzt? Als nächstes Mal ist der Chris dran, muss man merken. Er hat jetzt, ja, das nächste Mal ist der Chris dran. Weil ich habe nämlich eins zu Galaxy Quest, was ich, das kam jetzt nicht direkt in der Dokumentation raus. Darf ich nochmal ganz kurz übrigens, wisst ihr überhaupt W. Earl Brown, welche Rolle er hatte? Ja, der war doch dieser Hausmeister. Nee, doch. Nein. Was war denn der? Nein, er war der Kameramann. Der Kameramann. Ja, genau, der Kameramann vom Fernsehteam. Ah, okay. Hier, quotes Gail. Jesus, the camera, hurry. Kenny, my name isn't Jesus. Ja. Okay, da. Gut, dann lassen wir das weg, ja, dann, das andere. Ja. Ja, machen wir. Hebst dir auf fürs nächste Mal. Alles klar. Oder fürs übernächste Mal. Bis ich mal wieder dran bin. Ja. Okay, dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen und gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Bis nächste Woche, ihr auch, liebe Hörer. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Passt auf euch auf. Ciao. Okay. Can you hear me now? Can you hear me now? Bis bald im Kinocast.